Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 65. Folge von Geschichten aus Wikihausen. Und wir werden nicht in Rente gehen, trotz der ominösen Zahl. Eigentlich hätten wir diese Folge eine Folge später machen müssen, bei der 66, noch eine 6 dranhängen. Denn diese Sendung ist für Personen unter 12 Jahren oder einem IQ von 80 nicht geeignet. Denn heute geht es in Wikihausen um Satanisten, die Transatlantifa, Psiram und die US Special Forces. Und das alles in einer einzigen Sendung. Unser Tipp, bleiben Sie dran. Ah, da sind Sie ja. Okay, und ich habe noch jemanden mit dabei, Sie wissen schon wen, also den wunderbaren, fabelhaften Umschnitt. hallo Dirk, hallo liebe Zuschauer, ja genau. Ja, sieht bei mir das jetzt ein bisschen anders aus, ne? Also, Ja, drehst du heute aus der Dusche oder was ist das? Nein. Ja, das ist, also die Camper werden es wissen, man kann das Interieur, man kann es natürlich ändern, aber wenn man es erstmal gekauft hat, dann, ich will erstmal wohnen. Ne? Das ist ein Wohnwagen, genau, so, deswegen heißt er ja auch so, ne? Und ja, also ich finde ihn so okay, aber gut, über die vorherige Länge könnte man nochmal diskutieren. Und zwar länger und ausführlich. ja, genau. Aber das Wichtige am Camper ist ja das hier zum Beispiel. Ich zeige das mal in die Kamera. Mal gucken. Ja. Genau. Okay. Ja, Prost. Okay. So, jetzt hast du mir was mitgebracht bei Folge 65 und wir hätten ja am liebsten das in Folge 66 machen können, ne? Ja, aber jetzt. Vielleicht oder wir müssen noch 665 Folgen dranhängen. Dann in Folge 666. Ich bin auch bei dieser Sache, bei meinen Recherchen in Bezug auf Brain Warfare, Psyops und Political Warfare, bin ich über dieses Thema, was wir heute bearbeiten, gestolpert und fand es doch frappierend, ja. Aber vorab natürlich unsere übliche Einführung, die kleine Einführung, das große Einmaleins der Wikihausen-Server. Das darfst du machen. Ja, das ist nett von dir, dass ich das machen darf. Okay, ja genau. Also uns ist ja gesagt worden, wir sollen ja immer wieder das Gleiche am Anfang mal erzählen, damit auch die neuen Zuschauer wissen, worum es überhaupt geht. Wir unterhalten uns über die Wikipedia, deswegen heißen ja auch Geschichten aus Wikihausen. Und dazu gab es ganz am Anfang, auch noch ohne den Dirk, zwei Dokumentationen von mir. Das ist einmal die dunkle Seite der Wikipedia, das sehen Sie hier. Und da wird also in 2 Stunden erklärt, wie in der Wikipedia Artikel manipuliert werden und wie dort so Sachen eingetragen werden wie Rechtsradikaler, Antisemit, Holocaustleugner oder vielleicht auch ganz wichtig Verschwörungstheoretiker. Das Ganze am Beispiel von Daniele Ganse. Da zeigen wir zum Beispiel, wie halt der Begriff Verschwörungstheoretiker dort, ich glaube inzwischen 26 Mal, nee, 52 Mal, glaube ich, nach der neuesten Geschichte dann akkumuliert ist. Also Hanebüchen. Also es wird halt immer Assoziation eingetragen, um halt die Person, die Zielperson möglichst schlecht dastehen zu lassen. Es ist eine richtige Rufmordkampagne. So, und das Ganze hat sich dann nochmal etwas weiter gedreht, und zwar mit dem Film Die dunkle Seite der Zensur, die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien. Und da geht's um die Netzwerke, die dahinter stehen. Und das ist eigentlich auch schon fast der Übergang zu der heutigen Sendung. Wir haben nämlich rausgefunden, dass dort unter anderem, also nicht nur die Transatlantifa, so wie wir es genannt haben, also Antideutsche nach dem Sprech der Verfassungsschutzbehörden, sondern auch noch zusätzlich sogenannte Skeptiker, die sich selber Skeptiker nennen, aktiv sind. Und diese Skeptiker betreiben einen Rufmordpranger. Dieser Rufmordpranger nennt sich Psiram. Und aber bevor wir dazu kommen, erstmal die grundlegende Take-Home-Message.
Wikipedia ist keine verlässliche Quelle. Die Wikipedia wird besonders in politisch und gesellschaftlich relevanten Themen systematisch mit Desinformationen gefüttert und Themen, die mit Weltanschauung, Dogmen und viel Geld zu tun haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit manipuliert. Das ist die Take-Home-Message und das hört man so in den Mainstream-Medien bisher in der Form nicht. Immer noch nicht. Also der Böhmermann hat zwar zuletzt eine ziemlich gute Sendung gemacht, nachdem er davor schlechtere Sendungen abgeliefert hat, aber so richtig auf den Punkt, wie das, was wir hier stehen haben, hat es auch noch nicht gebracht. Ne? Also es ist noch nicht klar, dass das wirklich eine systematische Manipulation ist. Ja, und dann hatten wir in der letzten Sendung mal Wikipedia, Psiram und die Verharmlosung von Missbrauch drangenommen. Und da gab es also einige interessante Dinge und was man da lernen kann, dass Psiram zuallererst einmal ein Internetpranger ist. Ein typischer Internetpranger, eine Denunziationsplattform, die immer mit denselben Methoden Leute diskreditiert, genau wie in der Wikipedia. Wie hast du es mal genannt? Psiram ist Wikipedia auf Crack, glaube ich. Das war, glaube ich, deine Formulierung. Ne? Und genau, die häufigsten Assoziationen, ich hatte es schon erwähnt, sind Antisemit, Rechtsradikaler, Nazi, Reichsbürger, alle möglichen Derivate davon und natürlich ganz wichtig, deswegen in Fett, Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, jetzt bin ich mit meinem Teil durch. Jetzt bist du dran, Dirk. Ja, also wir beschäftigen uns in dieser Folge, du kannst ruhig auf die Folie gehen, mit Michael Aquino. Also das heißt Michael A. Aquino. Und der ist, hier links sieht man ihn, war Oberstleutnant der amerikanischen Streitkräfte, also der Armee, im Vietnamkrieg eingesetzt und ist eine der wichtigsten Figuren im Bereich der psychologischen Kriegführung für Special Operations. Er hat sich auch, das sieht man rechts daneben, hat er sich so selber einen schottischen Adelstitel verliehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das hieß. Also sozusagen, das ist, hat er sich aber selber, ist dort mit seiner Frau zu sehen, die Lilith heißt, ja, genauso wie in dem Bild rechts daneben. Das ist auch Michael T. Aquino und zwar als Hohepriester des Tempels von Seth. Er ist der Gründer dieser satanistischen Kirche, Tempel von Seth, benannt nach der altägyptischen Gottheit, die sozusagen um drei Ecken dann der Satan, also Seht, Satan ist. Und er ist Satanist, was man übrigens auch, er hat an den hochgezogenen Augenbrauen auf dem Foto links, so hat er das gerne getragen, also als kleine Teufelchenhörner da drin. Und eigentlich erstaunlich, dass in dieser von protestantischen Sekten bevölkerten amerikanischen politischen und militärischen Landschaft jemand, der Satanist ist, so hoch aufsteigen konnte. Er hat also eine Schrift, wenn du mal auf die nächste Folie gehst, eine Schrift veröffentlicht, die sieht man hier in der Mitte. Also alle diese Sachen, die wir jetzt zeigen, sind tatsächlich von ihm. From Psyops to Mind War, The Psychology of Victory. Und da kommen wir gleich dazu, das ist sein Thema. Er hat dazu drei Bücher, das rechts daneben Mind War. Es gibt noch zwei weitere, die erstaunlicherweise alle auf Amazon hochgelobt sind. Und er hat seine akademische Abschlussarbeit über die Neutronenbombe geschrieben. Links mit einer Karikatur, die er offenbar lustig fand, wo sich zwei Skelette unterhalten. Und dann fragt das eine Skelett mit zerstörter Gebäuden, das Skelett rechts in intakten Gebäuden, findest du die Neutronenbombe humaner als die anderen? Und also das heißt, man sieht, er hat tatsächlich diesen militärischen Hintergrund. Wir haben in der ersten Folie gesehen, dass er aber auch noch andere Hintergründe hat. Und wenn man jetzt weitergeht auf den nächsten, ich weiß nicht, ob du da draufklicken kannst, ein weiter, dann ist das eine seiner Einsätze, die er als sozusagen, wie soll ich sagen, Spiritus Rector, also sozusagen als der führende Geist der psychologischen Kriegsführung in Vietnam, wo er auch ein paar Leute umgebracht hat, also mindestens zwei, und gesagt hat, dass er keinerlei Empfindung dabei hatte. Und was er gemacht hat, ist zum Beispiel mit Hubschraubern oder mit Flugzeugen hoch über die Wolkendecke zu fliegen mit riesigen Lautsprechern und dann das hier abzuspielen. Wenn du das kannst, ich weiß nicht, wenn du unten, wenn du in das kopierst, das ist der, also was dort ist, das ist, man hört buddhistische Begräbnis ja, sozusagen Ritualgesänge, sage ich mal, und dann das, also mit verzerrter Stimme,
also so psychedelisch, sag ich mal, späte 60er Jahre, wie die Totenklage eines umherwandernden Geistes. Bei den Vietnamesen war es so, wenn jemand nicht beerdigt wurde, war, ich glaube, Volksglaube, nicht unbedingt buddhistischer Glaube, aber Volksglaube in Vietnam, die ja fast ausschließlich Buddhisten sind, ich glaube 95%, dass die Seele dann umherirrt. Und das war also die Klage einer Seele eines getöteten Soldaten, der dann aus den Wolken zu hören war am Boden und eben sein furchtbares Schicksal beklagte. Das ist so eine Idee von Michael Aquino gewesen. Mhm. Er hat dann, aber wenn du weitergehst, wir haben eine ganze Reihe von merkwürdigen... Ja, ich wollte mal jetzt das Ding abspielen, was du gerade gesagt hast. Geh mal vielleicht in die Mitte, nicht am Anfang, sondern in die Mitte. Ja, das bisschen merkwürdig, ne, kann man sagen, aber erinnert so ein bisschen an Apocalypse Now mit dem Ritt der Walküren. Ja? Wenn du jetzt auf die nächste Folie gehst, dann sieht man, dass der Michael Aquino aber nicht nur mit merkwürdig geformten Augenbrauen unterwegs ist, sondern auch Bücher dazu geschrieben hat. Eine weiter, hier genau, die satanische Bibel. Von ihm die 50. Jubiläumsausgabe. Er hat ja diesen Tempel von Seth gegründet mit dem Herrn LeVay. Die beiden sind dann aber auseinandergegangen und Michael Aquino hat eben den Tempel von Seth, also das heißt die von der satanistischen Kirche Tempel of Seth gegangen. Und das sieht man auch in der Mitte, dass er das gemacht hat. Und dann hat er eine ganze Reihe sehr merkwürdiger Bücher geschrieben, wie man We Break the Sword oder The Sword mit den Europa-Fahnen sozusagen ein Hakenkreuz form. Was soll das? In diesem Buch geht es darum, wenn Hitler den Krieg nicht gewonnen, sondern vorzeitig beendet hätte und Frieden geschlossen hätte, würde das dann heute aussehen? Also so ein What-If-Spektrum. Und ich glaube mal, wenn das irgendjemand, stellen wir uns vor, Ken Jebsen hätte das geschrieben, dann würde der Fernseher bereits implodieren, auch wenn er kein Röhrengerät ist. Und auch sicherlich würden sich Wikipedia und Psiram sehr intensiv damit beschäftigen. Wir kommen noch dazu, Michael Aquino, die Existenz von Michael Aquino ist vollkommen an Wikipedia und Psiram vorbeigegangen. Haben wir aber am Ende. Also das sind so sehr merkwürdige Veröffentlichung, dass man sich vorstellt, ein Oberstleutnant, die zweitwichtigste Figur in der psychologischen Kriegführung der Special Operations, der Mann, mit dem er diese Arbeit geschrieben hat, ist General geworden, also sozusagen ganz weit aufgestiegen und der Herr Aquino nicht. Und wenn du jetzt gerade mal reingehst auf das nächste, dann siehst du, kannst du mir sagen, erkennst du, wer das in der Mitte ist? Das ist ein Schauspieler, ist das? Den kennst du. Das ist Sammy Davis Jr. Ja. Sammy Davis Jr. zwischen Michael Aquino links und LeVay. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken, wie der mit Vornamen heißt. Ich weiß es gar nicht. Weißt du es? Der. LeVay? Nee, habe ich mir nicht gemerkt. Hatte ja die Lydia Benecke in ihrem Vortrag drin, aber habe ich mir nicht gemerkt. Ja, also LeVay ist sozusagen, das sind die beiden Urväter. Die Anton Chandor LeVay ist der das gegründet hat. Die beiden mit Sammy Davis Jr. Das war mir gar nicht bekannt, ist aber das Foto ist auch nicht rasend oft im Internet zu finden, sagt uns aber,
was über die Nähe von Sammy Davis Jr., also die Nähe von Hollywood in diese Richtung, ist nicht so furchtbar unbekannt, aber es ist auch sozusagen, man sieht dieses umgekehrte Pentagramm bei bei Aquino und der ganze Gesichtsausdruck ist... klär mich nochmal auf, also wie ist das nochmal mit den Diagrammen? Mit dem Pentagramm? Mhm. Das Pentagramm ist ja eigentlich ein Zeichen für den Menschen, andersrum, also sozusagen Leonardo da Vinci, wenn du so weißt, wenn man mit diesen ausgestreckten Armen und bei den Satanisten eben umgekehrt, das heißt die Spitze zeigt nach unten, das ist ein Symbol für... Ja, der Satanisten, was sie gerne verwenden. Das ist sozusagen also ihr quasi der Mensch umgekehrt angekettet am Andreaskreuz oder solche Geschichten. Ne? Ja, weiß nicht, ob man Andreaskreuz nicht. Ist einfach andersrum. Es ist auf den Kopf gestellt. Und wenn du jetzt auf die nächste Folie gehst, dann sieht man wieder Michael Aquino in einem. Es ist nicht Gabriele Krone Schmalz links, aber mit einem Haarschnitt, der durchaus eine gewisse Ähnlichkeit hat. Also sozusagen so ein bisschen Mephistopheles Mützchen. Entschuldigung, also da muss ich dann nochmal eine Entschuldigung loswerden, das können wir nicht machen. Also Gabriele Krone Schmalz und also ist Lichtjahre von dem entfernt, über was wir hier gerade diskutieren. Ist das wollte ich damit auch nicht andeuten, aber sie hat ja so ein bisschen diese Frisur, also sozusagen so ein bisschen in diese Richtung. Also die Frisur an sich ist ja auch erstmal nur, sag ich mal, skurril. Genauso wie die hochgezogenen Augenbrauen zusammen, also diese hochgedrehten, die er da hatte. Und in der Mitte, jetzt wird es, das ist eben nicht mehr einfach eine Frisur, also eine auffällige Frisur, sondern dort sieht man Michael Aquino mit einem SS-Ehrendolch, und zwar dem Ehrendolch eines Generals. Und er erläutert dort auch, wo er diesen Ehrendolch, den hat er nämlich, rechts ist er als ich weiß gar nicht, welcher Dienstgrad er da hat, aber das ist in Ausgehuniform irgendwie als junger Kerl bei der seine Vietnamzeit, also bei den Streitkräften, bei den amerikanischen US Army. Auch da übrigens schon diese hochgezogenen Augenbrauen, siehst du das? Ja, komisch, ne? Ist bereits drauf, ist richtig. Also in der Mitte mit diesem SS-Dolch, das ist der Michael Aquino, ist als NATO-Offizier in Deutschland gewesen und ist dort auf der Wewelsburg, also der Burg, die Hitler als sozusagen, wie soll man sagen, als Kultort für die SS-Offiziere übernommen hat. Dort wurden auch diese SS-Ringe ausgegeben und wenn die Offiziere gestorben waren, gab es immer ein Exemplar, was dort erhalten blieb. Also sozusagen diese Himmler war ja, sag ich mal, esoterisch nicht nur angehaucht, sondern sehr unterwegs. Einer der wenigen Nazis, die tatsächlich so unterwegs waren, hielt sich für eine Wiedergeburt von Heinrich dem Vogeler, also Heinrich dem Ersten, mittelalterlicher deutscher König, gegen Osten gezogen ist und hat, dafür gibt es ganz gute Indizien, wird in Wikipedia, ist das sofort rausgestrichen worden, aber hat im Zusammenhang mit diesem angeblichen Speer des Longinus, also mit dem angeblich Christus am Kreuz durchbohrt wurde, der als Reliquie verehrt wurde. Der Speer ist mit Sicherheit nicht echt, also der später. Aber in diesem ganzen Umfeld ist die, ist sozusagen, er hat die Architektur dieses Gebäudes, also diese Wewelsburg ist quasi als Dreieck, als spitzes Dreieck, die Spitze von dem Speer und er hat diese ganze Anlage dort in Analogie zu dieser zu dem Speer des Longinus hergestellt und hat auch versucht, diese sogenannten Reliquien, Reichsreliquien, in seine Hände wieder zu kriegen, was ihm auch gelungen ist. Aber wenn du jetzt einen weitergehst, und das ist wieder etwas, dort ist ein Ausschnitt aus einem Video, was wir auch verlinken, unten drunter ist das, ist der Link dazu, wo er erklärt, wie er in der Wewelsburg auf diesem dreifachen Hakenkreuzgebilde der schwarzen Sonne. Wenn du einen weitergehst, sieht man das sogar, die schwarze Sonne am Boden. Das ist in der Mitte von dem Obergruppenführerraum. Also Obergruppenführer ist, glaube ich, General der SS. Also was bei der Armee und bei der Luftwaffe General war. Und dort hat er mit diesem Dolch ein Ritual durchgeführt. Und zwar nicht so ein bisschen zum Spaß, sondern der ist ja Satanist. Und der ist auch, glaubt an die metaphysische Existenz. Und dass man diese Geister anrufen kann und hat das auch beschrieben, dass er einen Moment der Stärke erlebt hat, als er das getan hat mit diesem Dolch und hat dort in der Mitte von diesem SS, dieser SS-Burg
mit diesem Ehrendolch eines Generals, SS-Ehrendolch, Satan angerufen. Ja, also das, um mal zu sagen, das ist also nicht nur ein bisschen Fake und ein bisschen Frisur, sondern er hat das ernst gemeint und hat das auch eben als Ritual gemacht. Und auf der nächsten Folie ist ein Zitat von ihm, wo er sich... Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, also diese Wewelsburg, die wir hier sehen, beziehungsweise diese schwarze Sonne, die haben wir ja schon mal gehabt. Und zwar kam die vor bei den rechtsradikalen Azov-Bataillonen in der Ukraine im Zusammenhang mit dem Protasevich, den wir da als Thema hatten. Genau. Genau, und er tauchte ja auch auf in einem Magazin, was da hieß, Schwarze Sonne, und ganz... prominent mit seiner Freundin, glaube ich, da. Ne? Also das heißt, also das ist ein zentrales Symbol dieser Nazis. Ne? Das sind ja keine Rechtsradikalen, das sind ja wirklich dann also Nazis. Ne? Also das sind ja Nazis, und das war die, genau, schwarze Sonne war ein Symbol sozusagen für diese esoterische Variante. Also Hitler war ja kein Esoteriker, auch wenn das gerne behauptet wird oder wenn das immer wieder zu lesen ist, aber Himmler mit Sicherheit in diese Richtung unterwegs und wollte immer mit seinem sozusagen Ahnenerbe, Germanenkult, wollte er in diese Richtung. Und das ist eben diese sozusagen Manifestation der Stärke. Im Satanismus geht es ja um Macht und Stärke. Nächste Folie. Und dann sieht man eben, dass es jetzt wieder Aquino als, siehst übrigens wieder das umgekehrte Pentagramm oben, mit seiner Frau als oberster kultische Herrscher dieses Tempel von Seth und sagt, die unheimliche Anziehungskraft des Dritten Reiches von Nazi-Deutschland liegt in der Tatsache, dass es sowohl Dynamismus als auch Lebensverehrung, Lebensverehrung ohne Ende und mit einem welterschütternden Grad an Erfolg befürwortete und praktizierte. Bitte was? Also Lebensbefürwortung? Ist unglaublich, ne? Also das ist so diese Umkehrung, das Umkehren, das sozusagen in der Lüge. Also auch ein sozusagen satanistisches wiederkehrendes Motiv, genau. Es ist ja ungefähr genauso zynisch wie dieser Spruch, Arbeit macht frei über dem Vernichtungslager. Ja, ich will also gar nicht weiter darauf eingehen, das ist so. Das unappetitlich ist noch sehr höflich formuliert. Wir brauchen keine Bewertung, ich denke, das versteht jeder selber. Hier wird also die Nazis in der Wewelsburg mit als zentraler Ort der SS, als Lebensverehrung ohne Ende. Das ist wirklich eben satanistische Umkehrung. Also genau das Gegenteil. Das hat ja wieder ein bisschen was mit diesem Humanismus zu tun. Ne? Also, wir kommen noch dazu. Weiter, okay. Kommt jetzt gleich. Das ist auch Aquino hier, auch wieder mit seinem umgekehrten Pentagramm. Und da sagt er in einem Auftritt in der Oprah Winfrey Show, die wir gleich noch sehen werden, in diesem Jahr sagte Aquino, das ist 1988, dass Satanisten, Zitat, keine Diener irgendeines Gottes sind, wir sind unsere eigenen Götter, wir sind unsere eigenen Entscheidungsträger, dagegen ist erstmal sozusagen, wenn man nicht christlich ist, nichts zu sagen, wir sind, und die Leute fürchten das natürlich. Ihre Überzeugung, sagte er, seien am engsten mit denen von Platon verbunden. Das ist so wie Lebensverehrung bis zum Anschlag, also wenn ich Anhänger von Platon bin, brauche ich nicht Satanist sein, und das machen sie, das haben wir auch in Deutschland gesehen, kommen wir am Ende dieser Folge nochmal dazu, dass sie das gerne machen, sich, also die Lydia Benecke hat sie ja dargestellt als quasi die Satanisten als Kulminationsform des Humanismus. Er selber bezeichnet sich als Platons Anhänger, und dann darf man immer fragen, wenn ich Anhänger von Platon bin und ich bin Humanist, warum muss ich mich dann auf Satan berufen? Kann ich mich auf Platon berufen und auf den Humanismus? Oder ich kann sozusagen irgendjemand, ich kann also aus der Zeit jemand nehmen, der dafür steht, für den Humanismus. Ich kann Giordano Bruno, danach haben die sich ja in ihrer Gesellschaft auch benannt. Aber ich will noch mal darauf eingehen, was hier recht steht. Also ich will noch mal darauf Wert legen, dass der Michael Aquino nicht eine Hollywood-Variante des Satanismus vorschlägt, sondern er ist tatsächlich, er macht Rituale, und es geht auch darum, genau so zu agieren, dass es werden wirklich Geister angerufen. Er versucht Rituale zu machen und kümmert euch nicht um die Atheisten, die sich kleiden in den magischen Roben der Satanisten. Also kümmert euch nicht um die Atheisten.
Also das heißt, die Leute, die an nichts Transzendentales glauben, weder an Gott noch an den Satan, also die Leute, die jetzt Satanismus so wie das fliegende Spaghetti-Monster betreiben, sage ich mal, sozusagen als Provokation, die es in gewisser Maße bei den Gothic-Leuten ja auch gibt oder so, wo das nicht so ernst ist. Aber sagt, also kümmert, geh nochmal rein, weil ich das übersetzen muss, kümmert euch nicht um die Atheisten, die sich selber kleiden in den magischen Roben der Satanisten. Sie täuschen den Prinz der Dunkelheit nicht. Sie täuschen dich nicht und sie täuschen noch nicht mal sich selbst. Sie sind nur Staub im Wind. Und er hat auch an anderer Stelle hat er darauf hingewiesen, dass es eben darum geht, wo er gefragt wurde, ob er denn mit diesen Ritualen tatsächlich glaubt, Dämonen anrufen zu können oder in den sozusagen in diese kultische Umgebung zu bringen. Und das befürwortet er. Er sagt also, dass er das konnte. Und wie gesagt, in diesem Ritual in der Wewelsburg sagt er, dass er ein Gefühl der Macht und erlebt hat, als er das gemacht hat. Also das ist nicht, es ist tatsächlich eine religiöse oder, wenn man so will, eine metaphysische Komponente in dieser Sache drin. Das ist nachher wichtig, weil ja Psiram, wie wir wissen, all diese Erläuterungen im Grunde genommen ist auch Psiram, müsste eigentlich auch die evangelische und katholische Kirche ablehnen. Das trauen sie sich nicht, unter anderem auch wegen deren Einfluss in den Rundfunkanstalten. Wir haben aber eine Zuschrift bekommen, sie trauen sich ohne weiteres russisch- oder griechisch-orthodoxe Christen fertig zu machen. Die sind klein genug, dass sie darauf losgehen. Ich verhehle jetzt mal nicht Sympathie was heißt für die orthodoxen Christen, die keinen Papst haben und eine ganz andere Form des Christentums betreiben, die eigentlich sozusagen von unten nach oben strukturiert ist. Das ist nicht wie die katholische Kirche von oben nach unten. Also ist, wenn man sich damit beschäftigt, ist das eine sehr, wie soll ich sagen, also eine sehr mystisch gefühlsbetonte und es ist eine, also eine sehr intensive und auf der gleichen Zeit nicht von diesen Hierarchien so sehr geprägt wie, wie die katholische Kirche. Und die Leute, genau diese Leute, da ist Psiram und die Skeptiker dabei, sie einzusammeln. Und ja, ich glaube, es geht nicht um die Größe, sondern es geht in diesem Falle einfach darum, welche Machtstrukturen hat diese Glaubensgemeinschaft hier zu Lande und dann wahrscheinlich so gut wie keine und deswegen können sie auch keinen Einfluss in der Richtung üben. Ich denke mal, man passt sich da einfach den Machtverhältnissen an. Das heißt also, die katholische und evangelische Kirche werden nicht angetastet, weil da einfach sehr starke Machtstrukturen sind, die auch dazu führen, dass man da eventuell Schwierigkeiten kriegen könnte und bei denen hat man keine Angst. Wenn man sich mit denen anlegt, kann es sein, dass die Förderung in Gefahr ist. Das gilt dann ja auch für die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also das sind nicht die Leute, wo sie sich rantrauen. Man kann sagen, dass er überhaupt Psiram nur aus dem Hinterhalt, nur mit Methoden der Feigheit arbeitet, mit Denunziation, nicht mit offenem Visier, nicht im direkten Gegenübertreten. Sie sind eine illegale Struktur, die der Staat schützt und deckt. So würde ich das sagen, weil es zu unmittelbaren Aufgaben der Medienanstalten, die sich mit allem Möglichen kümmern, zum Beispiel, ob die Grundsätze für Journalismus in Kommentaren gewahrt werden, also bis in diese Lächerlichkeit, aber zum Beispiel, dass Psiram kein Impressum hat und nur zu Denunziatoren da ist, schadet nicht. Kann man auch an Schulen keinen, genau, ja. Haben wir schon gefragt. Wenn du jetzt auf die nächste gehst, nächste Folie, dann sieht man, dass Aquino jetzt wieder hier rechts, ich meine, das Foto ist sozusagen schon mal schräg. Und dort ging es darum, jetzt geht's los, also das heißt Teufelsanbeter, dass er eine hohe Position hat und dass das Militär sagt, kein Problem. In gewisser Weise kann man sagen, das Problem hat als das Militär hat als Regel, dass sie sich nicht für die Religion von Soldaten interessieren. Die haben es also sozusagen ganz astrein durchgezogen, diese Regel. Kann man sich durchaus unterhalten, finde ich, ob man das gut findet oder schlecht findet. Ich bin da, also die sozusagen dieses Religion ist nicht die Sache, in die ich reingehe, halte ich für nicht eine, keine schlechte Lösung. Ich möchte aber daran erinnern, wir kommen ja am Ende dazu, dass es einfach Doppelmaßstäbe gibt. Also das heißt, die Psiram-Leute haben bestehen sozusagen deren
deren Kernbestandteil sind diese doppelten Maßstäbe. Hier gab ja, es ja, man Problem. Müsste mal, also Dirk, also ich weiß ja nicht, wie die amerikanische Armee strukturiert ist, aber hierzulande ist es doch schon so, dass du schon als Soldat gewisses Rüstzeug in Sachen Moral haben musst. Das heißt also, dieses Moral. Unsere Skeptiker kommen wir am Ende, die Skepticon ja. mit Francis Dollarhide, der Bundeswehrangehöriger ist. Genau das Gleiche in Grün. Das heißt, dieser Mann ist auch Bundeswehrsoldat und das läuft unter sozusagen, das ist seine private Fasson, nach der er selig werden darf, auch mit umgekehrtem Pentagramm. Wenn du jetzt auf die nächste Folie gehst, warum ist das so interessant geworden? Weil in den 80er Jahren in den USA dieser Presidio-Fall, und zwar Kindesmissbrauch in einer Kindertagesstätte auf einem militärischen Gelände. Und von einem der Kinder wurde auch Michael Aquino als jemand, der das Kind sexuell missbraucht hat, benannt. Er hat das bis zu seinem Tod, mittlerweile lebt er nicht mehr, hat er das abgestritten. Es ist auch das ging hin und her. Das ist wie so oft bei diesen Fällen, ist es juristisch zu keiner Klärung gekommen, weil es sehr schwierig ist, das zu beweisen. Man hat festgestellt, dass auf dem Gelände ein Gebäude war mit satanistischen Symbolen an der Wand. Also es hat dort, aber wer das gemacht hat, konnte nicht festgestellt werden. Also das heißt, in diesem Zusammenhang ist Michael Aquino berühmt geworden. Und dann ging eben auch das Thema los, was ist denn eigentlich, warum ist jemand Oberstleutnant, der Anführer eines satanistischen Religionsgruppe, also das Temple of Seth ist. Und dann hat er, nächste Folie, am 17. Februar 1988 ist er eingeladen in die Oprah Winfrey Show. Das ist eine Talkshow im amerikanischen Fernsehen mit einer unglaublichen Verbreitung. Gibt es, ich glaube jetzt schon, kann man ja ausrechnen, 1990, also mindestens 30 Jahre. Existiert die länger, gibt es immer noch. Eine der quotenträchtigsten Sendungen, und dort tritt er an, ist dazu befragt worden, zu diesem Satanismus, ist ein großes Thema geworden. Ich würde auch durchaus sagen, dass man sagen kann, dass diese Frage von Satanismus und sozusagen mit so einer auch Art Angstlust in der amerikanischen Gesellschaft, also das heißt, er hat dann immer behauptet, wir machen diese Sachen nicht, aber in dieser Sendung ist der junge Mann rechts aufgetreten, der erzählt hat, dass er anwesend war, als ein Mann bei einem satanistischen Ritual mit 7 Messern ermordet wurde. Also den haben sie 7 Messer in den Körper gestochen. Er erzählt das und er ist frei, weil er als Kronzeuge sich der FBI zur Verfügung gestellt hat, um diese Sache zu benennen. Und er tritt dann in dieser Sendung gegen Aquino. Aquino versucht ihn zu diskreditieren und lächerlich zu machen. Und das macht der Mann, obwohl er sehr einfach gestrickt ist, sehr gut, einfach durch seine unmittelbar ehrliche Antwort. Ich kann wirklich nur empfehlen, sich diesen kurzen Ausschnitt auch anzugucken. Das sollten wir jetzt mal machen. Das heißt also, ich halte in die Kamera das Symbol Nummer 2. Mhm. Und das heißt, da werden wir jetzt das Video gleich abspielen. Talking to Dr. Aquino and his wife. You are a Lieutenant Colonel in the United States Army. Correct. Now. And how does the Army feel about you being head of the Temple of Set? The Army has known about my religion for the entire span of my Army career, which mm-hmm. began in 1968. Mm-hmm. And there was a reasonable amount of curiosity, as there has been all the way along, mm-hmm. with what exactly is this strange and unusual thing. And I've talked about it in much the same way that I've talked here today on your show about it. Mm-hmm. And other than that, the Army has paid very little attention to it, the same as it would to anybody who is, say, a follower of Hinduism or of Buddhism or any other slightly unusual religion today. So you just go about your Army duties and it's fine and... Mm-hmm. And okay. Yeah. I was a follower of the Satanist Church in Chicago here. I'm Walt Purgisnacht. I was the head acolyte for that specific ceremony, and at the end of it, we wound up murdering someone. And a person? Yes, ma'am. It wasn't anybody that I knew, and I reported it. But once I had reported it and decided that to quit the Satanist Church, I started receiving threatening phone calls,
people would come up to my door who I didn't know, and all they'd do is say, go back to the church, and then they'd walk away. They'd never give me their name or address or anything. I received threatening mail. My mail was opened. My little sister was harassed coming to and from school several times. So what happened in the ritual where someone was murdered? And how were they murdered? They were stabbed seven times with knives because in Chicago. Yes. It was what year? About 8 years ago. Mm-hmm. So it was about 80-81. Mm-hmm. And the ritual was a witch's Sabbath, and it got out of hand, and the high priest brought out these seven daggers, and they killed him in the form of a cross with the seven daggers. Was this person impaled against his or her will? Yes. Or did they wish to be sacrificed? No, this was against his will. Mm-hmm. But so how did you know you weren't going to be pulled in and impaled? That's why that's one of the reasons why I got out of the church. And the other reason why I got out of the church was mentally I had a nervous breakdown after that, mm-hmm. and I just mentally could not handle it. How do you explain that? My first question would be, were you a member of the Church of Satan, a card-carrying member of the Church of Satan? Yes, sir. And who was the grotto leader? Don't remember his name. You don't remember the name of a person who involved you in murder? Not anymore, no. Were you prosecuted? Like I said, I had a nervous breakdown, and I have partial amnesia, specifically about that night. The only thing I can really remember about that night itself is that I walked in, I got my acolyte robes on, and the next thing I remember seeing was this guy laying on the table with seven daggers sticking out of his chest. Did you participate in the stabbing of the guy? I don't remember. You have made several statements that don't fit with the Church of Satan. For example, there is only one high priest, there is not a local one. We do not have any rituals. Only one high priest, is that you? That for the Church of Satan was Anton LaVey. Now, it has no rituals called a witch's Sabbath, per se. It certainly does not have any ritual murder activities. And it has no title called acolyte at all. Mm-hmm. A person who is a first-degree member in the Church of Satan is referred to as a Satanist. And there are no titles such as that at all. Furthermore, I found it strange. So you're telling him he's lying? I'm telling him he's lying. I'm saying that he has given us statements in great detail concerning events that took place, but he has not named a single name, nor is there any record, as far as I'm aware, from what he said, that the police investigated. I do remember several of the names of the people there. Did you tell them to the police? Yes, I gave those names to the police, but I refused to name them on national television for two reasons. One, they might not like it and come after me. And that scares the hell out of me. Don't you think that they already know that you are talking about them here right now? They may know that. Wait a minute. How could they know that? How do they know that? Because they're watching, or because they just sort of feel it? The same reason that he would. That's a legitimate question. That's a legitimate question. Yeah. If he is talking about events right now on your show, and he's afraid that those people may be watching it, he would in fact place himself in greater danger by not identifying them right now than he would by allowing them to retain their anonymity and then perhaps to continue persecuting or threatening him. Can I ask you something? What happened to this victim, and were you ever prosecuted by the police, and did they investigate? No, I wasn't prosecuted because I was the one that went to the police. I was the only one that went to the police. The police went to the cemetery where we had that ritual, and they found the altar and a lot of the blood and some of the trappings, but they never found the body or anybody else in the coven. What did you do with the body? I left. I got out of there. When I realized that this guy on the altar was dead, I just You murdered a person and then just turned and walked away?
And the police said, well, as long as you talk to us about it, it's okay, but we won't... I don't know if I was involved in the actual ritual itself. You told us that you killed a person yourself. No, he didn't. No, he didn't. What I said was that the murder happened at it, and I was there. I don't know... He doesn't remember if he actually stabbed them or not. Yes. You wanted to say what? Yes. Man sieht also, das ist, Aquino schlägt sich argumentativ nicht schlecht, aber es blieb der Eindruck, dass es dort ein sehr großes Problem gibt und das hat seine Karriere beim Militär beendet. Das war sozusagen der Schlussstein für ihn, der seine militärische Laufbahn beendet hat, obwohl er eine Vielzahl von Büchern, ich muss auch sagen, er ist wirklich ein kluger Kopf, er ist kein Idiot. Das ist aber... Also ich habe das deswegen, sage ich das, weil wenn man sieht, mit welcher Werf, mit welcher Unerbittlichkeit, mit welchem Hass Psiram über Leute herfällt, die sie rausgeguckt haben, dann ist das, wie sie mit Aquino umgehen, oder wir kommen jetzt dazu, das ist hier Wikipedia in Englisch, da gibt es einen Eintrag über den Tempel von Seth, der ist geschrieben wie ein religionswissenschaftlicher Text, also mit großer nüchterner Distanziertheit und nimmt das alles sehr, sehr ernst und findet das also, dort ist keine der Wertungen, die wir zum Beispiel bei Daniele Ganser oder bei Gladio oder all diesen Sachen, die wir in Reihe kennen von Wikipedia, also das heißt dieses Diskreditieren, wie, so sehr man es nur kann, mit geschickten Formulierungen, mit Gegenüberstellen, all das ist hier nicht, hier ist es sozusagen reinste Neutralität gegenüber den Satanisten und ist natürlich auch alles Unsinn, was über sie behauptet wird. Es gibt auch, wenn du weitergehst, auch in der deutschen Wikipedia gibt es einen Artikel über den Temple of Seth, der auch, das habe ich hier daneben, ich weiß nicht, ob du den Autoren Liberal Freemason, ob der dir bekannt ist. Nee, also liberaler Freimaurer. Aber da sind noch weitere drin. Viziak ja. Unten. Agathenon, ja. Aber und nicht Agathenon, genau. Da klingelt es bei mir. Die sind nämlich auch schon unfreiwillige Protagonisten in meiner zweiten Doku gewesen. Das heißt, die haben wir dem Skeptikerlager zugeordnet. Also es ist wieder klassisch, die tauchen ja auf, aber das sind nur geringe Prozentzahlen. Also mich würde interessieren, wer dieser Liberal Freemason ist dabei. Also dieser Artikel ist, wie gesagt, ja, Moment mal, da oben ist auch noch eine IP. Du weißt nicht, wer da als IP reinschreibt. Das kann genau. Ja auch einer von den üblichen Verdächtigen sein. Also das ist schon mal auffällig. Das heißt, also wenn diese hier auftauchen, und also wir müssen dann nochmal erklären, dieses Skeptikerlager ist ja eng verbunden mit Psiram. Skeptiker, genau. Dachverband GWOP, aus der GWOP heraus wird ja ganz klar Psiram als Quelle immer wieder genannt. Vor allen Dingen, wie heißt er nochmal, Bernd Harder, der Pressesprecher der GWOP, macht sich ja einen Spaß direkt daraus, also andauernd Psiram zu benennen. Also da gibt es also massig Einträge. Das heißt, wir wissen, dass Psiram von der GWOP her ja gefördert wird. Also könnte man das sagen, also mit haufenweise Links. Und jetzt... wir wissen auch, dass verbunden ist. Man kann sagen, sie sind sowohl, also die Skeptiker. Nein, also und Psiram, die Aussage, also ob jemand als Mitglied der GWOP Psiram betreibt, können wir nicht sagen, weil wir können sagen, die GWOP als Nähe. Dachverband der Skeptiker und aus der Skeptiker-Szene heraus wird mit Sicherheit Psiram betrieben. So steht es ja sogar in der Wikipedia. Also von daher, ne? Ich habe das, deswegen machen wir das in Wikihausen, weil ich gesagt habe, interessant sind nicht nur, dass etwas vorkommt, sehr interessant ist auch, wenn es nicht vorkommt, weil Michael Aquino hat nicht nur keinen Eintrag, weder im englischen Wikipedia, trotz dieser Präsidio-Vorfälle, trotz seines hohen Postens in den amerikanischen Streitkräften, trotz dieser Wewelsburg-Geschichte, obwohl es eine ganze Reihe Berichte, trotz seines Auftritts in Oprah Winfrey, obwohl er, ich weiß nicht, bestimmt 8 oder 9 Bücher geschrieben hat. Also er hätte ja nach Wikipedia-Maßstäben sehr wohl einen Eintrag haben können oder müssen. Und jetzt kommt es eben hier im englischen Wikipedia, im deutschen sowieso nicht. Da ist dieser Temple of Seth drin. Und im englischen Wikipedia ist drin, dass es keinen Eintrag für Wikipedia von Michael Aquino geben kann. Das ist dort gesperrt und nur
Administratoren. The page is protected from creation. Also das heißt, die ist geschützt davor, angelegt zu werden. Und nur Administratoren könnten sie anlegen. Und die tun es nicht. Wieso machen die das denn nicht? Weil sie ganz weit weg von den Satanisten sind und damit nichts zu tun haben, aber Humanisten. Irgendwas ja, klar. Also genau, der Punkt ist ja, das heißt, wir wissen, also das was wir in der deutschen Wikipedia haben, ist ja auch in der englischen Wikipedia so. Dass die deutsche ist ja nur ein Ableger der englischen Wikipedia. Das heißt, wir haben da die gleichen Einflussgruppen, natürlich auch diese sogenannten Skeptiker, die kommen ja aus dem angloamerikanischen Bereich. Exakt, die kommen daher, wir hatten es ja gezeigt, die Brights. Also das heißt, das ist das Umfeld. Und jetzt kommt das Interessante, warum sind die Skeptiker, die jede Art von Erklärung, die nicht materiell ist, ablehnen. Also das ist deren Grundeigenschaft, ja. Es gibt keine metaphysischen Sachen, es gibt keine Seele, Religion ist Bullshit für Opium fürs Volk. Aber in diesem Fall sind sie merkwürdig still. Im Gegenteil, wenn du weitergehst, wir haben das ja schon mal gezeigt, man sieht dort Lydia Benecke bei einer Skeptiker-Konferenz, bei der sie auftritt und sie verteidigen dort, wir haben es mehrfach schon erwähnt, die Satanisten, dass das alles böse Gerüchte über sie sind, alles nicht wahr. In dieser Konferenz wurden sie ja quasi als, nicht quasi, sondern sie wurden als höchste Erscheinungsform des Humanismus benannt. Übrigens Satanisten, das ist der Mann links, der das Buch rausgegeben hat, da ist das Pentagramm. Das ist Bernd Hader. Das ist Bernd Hader. Genau. Das ist der Pressesprecher der GWOP, genau. Und hier ist das Pentagramm richtig rum. Das ist schon wieder mal sozusagen eigentlich eine satanistische Umkehrung wieder. Das ist nicht wahr. Also für die Satanisten gehört das Pentagramm andersrum. Aber lassen wir das. Lydia Benecke eben. Und Sie haben ja auch, nächste Folie, haben Sie eingeladen, auch wieder, das, was ich ja nannte, Francis Dollarhide, diesen sympathischen Mann hier mit seiner Ledermaske, der bei der Bundeswehr beschäftigt ist und Satanist ist. Also eigentlich genau wieder Kannst die Frage. Kannst du mal sagen, wie du auf das Thema Bundeswehr kommst? Weil er das gesagt hat. Genau, das ist ganz wichtig, genau. Er hat das gesagt in seiner, und es gibt auch einen Artikel im Internet, wo das benannt wird, wo er interviewt wird und dann sich als Soldat outet. Aber sagt, es hat keine weitere Bedeutung. Natürlich hat es eine Bedeutung. Das heißt also, wenn Leute mit, sagen wir mal, mit einem verringerten Empathie-Level ja bei der Bundeswehr sind, dann fällt es ihnen natürlich besonders leicht, Leute einfach zu erschießen, zu ermorden. Und vielleicht haben sie sogar Freude daran, die Leute zu ermorden. Und das ist natürlich die Frage für die Bundeswehr: Ist das relevant? Möchten wir solche Leute in den eigenen Reihen haben? Wenn sie keine Rechtsradikalen in den eigenen Reihen haben möchten, aus welchen Gründen auch immer, natürlich weil sie befürchten, dass die halt, sagen wir mal, eine sehr seltsame Moralvorstellung haben. Warum würde dann eine die Bundeswehr Satanisten akzeptieren? Da melde ich doch mal Zweifel an. Also ich denke mal, wenn die Kenntnis davon bekommen würden, dass jemand Satanist wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es einen etwas größeren Aufruhr geben würde. Hat es bei Dollarhide wohl nicht gegeben, aber... weil keiner weiß, wer er ist oder nicht. Doch, er ist bekannt. Das ist nach diesem Artikel in der Zeitschrift ist bekannt gewesen, wer es ist. Ich will aber nochmal, das ist richtig, also ich wüsste nicht, warum jemand als zum Beispiel Anarchist aus der Bundeswehr rausfliegen sollte, ein Satanist aber drin bleiben sollte. Also Anarchist ist jetzt wirklich eine Richtung, also Anarchist heißt ja nicht Bomben legen, sondern heißt in erster Linie jede Art von Herrschaft ablehnen, außer Selbstverwalteter. Und ja, da könnte man sagen, der wird wahrscheinlich im entscheidenden Moment den Befehl verweigern, was ich dann ja... Zum Beispiel? genau. Aber wenn du einem Satanisten sagst, geh hin und töte, dann wird er sagen, ja, mache ich gerne, darf ich noch ein paar mehr umbringen? Ja, darf ich etwas langsamer sein? Ja? Genau, und, mit dem Wir haben ja gehört von Aquino auch, deswegen habe ich das erwähnt vorhin, dass er sagte, er hat bei den Menschen, die er in Vietnam ermordet hat, keine Gefühlsregung gehabt, als er das getan hat. Das hat ihn auch, also das ist, was du sagst, empathiearm. Das ist ja ein Kennzeichen, also auch von solchen psychotischen Strukturen. Aber ja, gehen wir nochmal weiter. Psychopathie ist das. Das sind Psychopathen. Die zeigen psychopathologisches Verhalten. Na klar. Also ja, klar. Sicherheit. Genau. Also das, genau. Wie gesagt, aber Aquino, wenn man ihm zuhört, ist tatsächlich ein sehr kluger Kopf. Also das heißt, das ist kein Brutalo-Idiot. Was dahinter steckt bei ihm, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Vorwürfe berechtigt waren wegen Presidio, aber die Tatsache, dass jemand mit dem SS-Dolch, das würde heute
wenn es denn jemand aus dem Umfeld, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Querdenker wäre, dann würde das über eine Woche... Das geht durch die gesamten Medien durch. Würde das würde auf jeden Fall dazu führen, dass er nicht nur seinen Job verliert und seinen Wohnort und sein Konto und sozusagen sein Hundefutter Lieferant für den Hund würde sozusagen ihn raus, er würde können, müsste eigentlich das Land verlassen. Also das ist schon... Also ich würde jetzt wetten auf mindestens 2 Wochen Medienrummel, auf ein kühles Alster, Dirk. Ja, da wette ich nicht dagegen. Lassen wir bleiben. Wenn du jetzt auf die nächste Seite gehst, das wollte ich darauf hinweisen. Warum sage ich das Ganze? Weil Satanismus, haben wir schon öfters gezeigt, Satanismus wird eben in Psiram wirklich massiv verharmlost. Darunter sehen wir, was wirklich gefährlich ist. Das ist Gladio, also die Forschung von Daniele Ganser, das ist ganz schlimm. Das ist viel schlimmer als Satanismus. Satanismus ist ja, wie gesagt, bei Psiram Humanismus. Dafür gibt es ja auch bei der Einem Adeo und Turnier Stiftung, die Psiram vorschlagen zur Nutzung an Schulen. Dafür gibt es Kohle vom Staat. Das ist sozusagen die Ausgestaltung. Und da schreitet die Landesmedienanstalten schreiten nicht ein. Das ist der skurrile Hintergrund, den wir dazu haben. Wenn du jetzt noch eine weiter gehst, dann sieht man eigentlich... Wir müssen noch erwähnen, also zu Gladio, es ist ja so, dass die also Gladio, NATO Stay Behind Armeen, die haben ja Nazis rekrutiert für ihre Zwecke. Mhm. Das heißt also, diese Nazis wurden in diese Stay Behind Armeen eingebunden, um dann offiziell als Partisanenarmee zu agieren, und es gibt ja genau diesen Zusammenhang Nazis Wewelsburg. Das ist ja auch bei Gladio erwähnt worden, also dass da Leute waren, die durchaus okkulten Hintergrund hatten. So, und ich denke, erinnere mal, und der wird jetzt in Psiram negiert. Also in Italien ist ja die Gladio ist ja eine Struktur der P2-Loge, die Freimaurer waren, also eine sozusagen merkwürdige CIA-eingefärbte Freimaurergeschichte, ähnlich wie der Orden von Malta eine CIA-eingefärbte Angelegenheit ist. Also dort gibt es sozusagen Überschneidungen in diese Richtung, das ist auf jeden Fall richtig. Aber bekämpft wird eben, Gladio ist eine Aluhut-Verschwörungstheorie, aber wenn man Satanist ist, dann läuft man unter dem Radarschirm vom Psiram durch. Es gibt, wenn du jetzt auf die nächste Seite gehst... Ja, die wenn man sich sagt, doch auch nicht mit allem beschäftigen, Dirk, sondern wirklich. Ja, es steht, womit sie sich beschäftigen, willkommen auf dem Wiki der irrationalen Überzeugungssysteme. Wie gesagt, irrational, wir hoffen, sie weiter. Und dann kommt, was ihre Gegner sind. Das sind also die Glaubenssysteme, und zwar Esoterik, braune Esoterik. Das, was ich eben gezeigt habe. Ja, genau, dann müsste das ja zu 100% zutreffen. Also braune Esoterik heißt doch exakt, wir sind bei Nazis, die in der Wewelsburg sind und irgendwelche satanistischen, okkulten Geschichten machen. Und dann müsste doch dieser Typ, der mit dem SS-Dolch da steht, irgendwie in der Wewelsburg irgendwelche okkulten Sachen macht und das von sich selber behauptet, der müsste doch hier einen ganz prominenten Eintrag auf Psiram bekommen. Ja, und bekommt er diesen Eintrag, Dirk? Hat er den bekommen? Ja, wir gehen mal weiter. Ich will nur mal sagen, Anthroposophie, das ist also ganz schlimm. Anthroposophie, also die Leute, die Waldorfschulen machen und sich um Behinderte in außerordentlich menschenfreundlicherweise kümmern, das muss bekämpft werden. Das ist Karma, also auch hinduistische Vorstellungen, muss bekämpft werden. Kategorie Esoterik, Verschwörungstheorien, 11. September gehört für die Psiram-Leute mit rein. Aber Satanismus und diese Geschichten gehört nicht mit rein, das geht in Ordnung. Das muss geschützt werden. Genau, das ist ja bei denen auch keine braune Esoterik, auch wenn das in der Wewelsburg stattfindet und auch wenn das mit einem SS stattfindet. Genau, das ist, man kann eigentlich wahlweise lachen oder heulen. Ideologische Umwelt des Kirchenstaats, Fürstentum Germania. Ganz schlimm, aber Wewelsburg und dass er für die NATO da war und dann sein Ritual abzieht mit dem SS-Dolch, vollkommen in Ordnung, braucht man nicht drüber berichten, lassen wir weg. Denn das nächste Folie zeigt, wenn man eingibt, Michael Aquino oder Temple of Seth, sozusagen gibt es auf Wikipedia noch einen Eintrag bei Psiram, eine Nullnennung, kommt nicht vor, absolut nicht zu finden. Das heißt, was ist da los, dass Psiram, die sich mit brauner Esoterik beschäftigen, das vollkommen außen vor lassen? Das ist doch mal eine interessante Angelegenheit, diese Nullnennung einer Kategorie. Also eben auch die Nullnennung hat einen Informationsgehalt. Warum interessieren sich diese Leute, die überall NS-Ideologie wittern, auch dort, wo sie nicht vorhanden ist, oder die sozusagen das benutzen, um einfach alles zu diskreditieren, was ihnen nicht passt, wenn da Leute
auf diese NS-Sache unterwegs sind, Azov-Brigaden oder hier Temple of Seed und das innerhalb der NATO, sozusagen der zweithöchste Mann im Bereich psychologische Kriegsführung der Special Forces USA. Bei PSIRAM kommt das nicht vor. Aber der Begriff Transatlantifa, den wir dafür benutzen, ist natürlich vollkommen falsch. Vollkommen daneben. Ja, klar. Also nichts genau. damit zu tun, nein, wenn wir nein. das sagen. Ach, Mensch, kommt der, also. Gut, und mit diesem entlasse ich Sie in Ihren guten Tag, Ihre gute Nacht. Machen Sie sich doch mal Gedanken dazu, erzählen Sie das den Leuten und fragen Sie doch auch gerne mal nach im Umfeld, was Sie haben, wie das denn erklärlich ist, dass Leute, die sozusagen SS-Dolche in der Wewelsburg, dass in diesem Umfeld sich die Amadeo-Antonio-Stiftung so wohl fühlt, dass sie diese Leute zum also die PSIRAM, die das vollkommen negieren, die das verharmlosen, dass sie die zu Unterricht an Schulen vorschlägt und wie das eigentlich ist mit uns bei dem Innenministerium, was für die Amadeo-Antonio-Stiftung Geld spendet, damit sie diese Vorschläge machen kann. Wo leben wir eigentlich? Das würde ich doch gerne mal wissen. Und in diesem das müssen wir relativieren, weil da legt ja die Amadeo-Antonio-Stiftung ganz großen Wert drauf. Die Amadeo-Antonio-Stiftung bekommt Geld vom Staat, aber die machen da irgendetwas mit. Das ist jetzt nicht zweckgebunden. Das ist ganz wichtig, dass wir das sagen. Das ist nicht zweckgebunden, ja. Also die bekommen nicht Geld für irgendetwas, sondern die bekommen einfach Geld. So. Mhm. Und dann waren sie zwar auch in dieser Taskforce gegen Hate Speech. Die haben da irgendwas besprochen, aber was genau sie besprochen haben, wissen wir nicht. Hat auch nichts mit dem Geld zu tun. Das ist ganz wichtig. Mhm. Es hat alles, nichts hat mit nichts zu tun, es sei denn, okay, lassen wir das. Es ist da legen Sie ganz so großen Wert drauf. Man kann das eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach großflächig. Nee, lasse ich. Also machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken dazu. Das ist mein Ratschlag. Gucken Sie sich das nochmal an. Gucken Sie sich die Quellen an, die wir haben. Und vergessen Sie nicht, Ihr kleines silbernes Brechbecherchen rauszuholen. Wahrscheinlich brauchen Sie mehrere davon. Gut und gute Nacht. Ja, das ist meine Aufgabe. Liebe Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, Geschichten aus Wickihausen, dann Folge 66. Wir könnten dann ja wirklich mal, Dirk, noch eine weitere Folge zum Thema Satanismus machen, dann passt es auch. Und wir kriegen ja sicherlich auch noch eine weitere 6 irgendwie dazu. Ne? Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen in den Abspann, aber nicht ohne auf die Spendenmöglichkeit hinzuweisen im Abspann. Denn es wäre total nett, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat. Bitte, bitte geben Sie uns einen kleinen Obolus, gerne auch einen Dauerauftrag. Die Informationen dazu sehen Sie gleich im Abspann. Ich wünsche noch einen schönen guten Abend und was habe ich gesagt? Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht habe ich schon gesagt, genau. Machen Sie es gut. Tschüss.